Hallo und herzlich willkommen zum Audiorezept für Gänsekeule im Weißweinfond. Gebratene Gerichte von der Gans haben gerade in der Winterzeit ihre Hochsaison. Bei diesem Gericht, der Gänsekeule im Weißweinfond, werden die Gänsekeulen in gutem Weißwein geschmort und mit winterlichen, wärmenden Gewürzen gewürzt. Für vier Personen werden folgende Zutaten benötigt: Gänsekeulen. Vier schöne Gänsekeulen, 1 Esslöffel Korianderkörner 2 Esslöffel gemahlenen Ingwer, zwei Walnuss großes Stück frischen Ingwer, 2 frische rote Chilischoten, 350 ml eine Flasche guten trockenen Weißwein, zum Beispiel einen Muskateller, grünen Feldliner oder Riesling. 50 ml weißen Traubensaft. 150 ml Hühnerbrühe, Gemüsebrühe, Ersatzweise einen Würfelbrühe und Wasser. 3 Esslöffel Balsamico. 1 Teelöffel ganzen Anis. 2 Zimtstangen. Weinfong: 350 ml eine Flasche trockenen Weißwein, zum Beispiel einen Muskateller, grünen Feldliner oder Riesling. 50 ml weißen Traubensaft. 350 ml Hühnerbrühe, Gemüsebrühe, ersatzweise einen Würfelbrühe und Wasser. 1 Kilogramm möglichst kleine rote Zwiebeln, 75 Gramm Dörrzwetschgen. Beilagenempfehlung. Portion fruchtig scharfes Marillenblaukraut, Portion Sesambrotsticks. Weitere Zutaten. Natives Olivenöl oder Butter, Salz, frisch gemahlener Pfeffer aus der Mühle. Folgende Utensilien werden benötigt. Backgitter, Messer, Schneidebrett, Mörser mit Stößel, großer Breter mit Deckel, einige Schüsseln, Küchenpapier. Zubereitung. Vorbereitung Gänsekeulen. Das Backrohr mit Ober- und Unterhitze auf 190 Grad Celsius vorheizen und ein Backgitter auf der untersten Schiene von unten einschieben. Die Gänsekeulen unter kaltem Wasser waschen und gut trocken tupfen. Den frischen Ingwer schälen und in feine Scheiben schneiden. Die Chilischoten waschen, gut trocken tupfen, halbieren, je nach gewünschter Schärfe das Kerngehäuse sowie die weißen Innenhäutchen entfernen oder die ganze Schote in feine Streifen schneiden. Den Koriander mit etwas grobem Meersalz zu feinem Pulver mörsern und mit dem Ingwerpulver vermengen. Gänsekeulen. Die Gänsekeulen mit der Koriander-Ingwer-Mischung gut einreiben und in den Breter legen. Den frischen Ingwer sowie die Chilifäden verteilen. Mit dem Weißwein, Traubennektar und der Brühe sowie dem Essig aufgießen. Die Anissamen sowie die Zimtstangen zugeben und die Gänsekeulen im heißen Backrohr mit geschlossenem Deckel für etwa 90 Minuten schmoren. Weißweinfond. Währenddessen die roten Zwiebeln schälen und größere Zwiebeln halbieren oder in Achtel schneiden. Nach 90 Minuten Schmorzeit den Breter aus dem Backrohr nehmen und die Zwiebeln darin verteilen. Mit dem Weißwein sowie der Brühe aufgießen. Im heißen Backrohr mit nun geöffnetem Deckel für weitere 80 Minuten schmoren. Dann die Dörrzwetschgen in den Weißweinfond geben und die Keulen nochmals für weitere 10 Minuten im Backrohr schmoren lassen. Während die Gänsekeulen schmoren die Beilagen zubereiten. Fertigstellung